Ja, hallo Freunde der Adventszeit, Freunde von Rätseln und Freunde von Escape Room Adventskalendern. Besonders Escape Room Adventskalender von Eva Eich, die uns dieses Mal ins Krankenhaus am Seewinkel entführt hat, voll und entführt wahrscheinlich, wo wir den Patienten Nummer 13 finden. Jetzt fällt mir auch erst mal auf, dass hier so eine Leichenhalle ist. Wahrscheinlich ist Patient 13 schon lange tot. Das war der Weihnachtsmann, der wurde gemördert. Und jetzt ist er hier. Oh, ich hoffe nicht. Das wäre ja, das hätte ja Weihnachten ruiniert. Oh, na, oh, es geht. Wir müssen Weihnachten retten. Also fangen wir gleich an und retten Weihnachten. Auf geht's. Der 7. Dezember. Sein Gehirn hatte automatisch die beiden wichtigsten Informationen an dem Arbeitsplatz herausgefiltert. Die Zahl 377 und so weiter und das unterstrichene Wort Taschenrechner. Wenn man die Ziffernfolge... Das ist so ein blöder Hinweis. Der Typ gehört entlassen, der es gemacht hat. Wenn man die Ziffernfolge in einem Taschenrechner eingab, erschien dieselbe Zahl. Genau. Stellte man das Gerät dann auf den Kopf... Ist so geil. Wenn man diese Ziffernfolge eingibt, hat man diese Ziffernfolge. Und auf dem Kopf ist es Hölle. Jawohl. Erleichtert darüber, dass zumindest der analytische Teil seines Verstandes noch uneingeschränkt funktionierte, tippte er das Passwort ein und war nicht überrascht, als sich der Desktop öffnete und den Blick auf verschiedene Dateien preisgab. Claire nickte ihm anerkennend zu und beugte sich dann zu dem Bildschirm herunter. Sie war ihm jetzt so nah, dass er den leichten Orangenduft ihres Haarshampoos riechen konnte. Da schnüffelte er an ihrem frechen Pony. Ein angenehmer, nicht aufdringlicher Geruch. Nicht so wie er. Unangenehm und aufdringlich. Dorian scannte die Ordner, normale Patientendaten und medizinische Befunde, bis sein Blick an einer Datei namens Projekt Mnime hängen blieb. Das Wort sagt mir was, aber ich habe es immer nur gelesen, ich kann es gar nicht aussprechen. Projekt Mnime. Er öffnete sie und fand 13 Unterordner, der jeweils mit dem Titel Patient und einer Nummer betitelt waren. Er klickte auf den letzten und dort auf eines der abgespeicherten Dokumente. Patient 0113. Versuchsobjekt zeigt sich weniger kooperativ als zu Beginn. Objekt verweigert Gespräche, zeichnet stattdessen Bilder mit dem unverständlichen Inhalt. Schutzmaßnahmen sollten eingeleitet werden, um das Projekt nicht zu gefährden. Das ist aber ein kurzes Memo. Ich meine, gut, Memos sind kurz, aber trotzdem. Adrenalin strömte durch Dorians Körper und er fühlte sich wie nach 3 Tassen Kaffee. Und 2 Dosen Energy Drink. Und einer halben Schweinshaxe und Speed. Was nehmen Leute? Keine Ahnung. Wein, Sellerie. Patient 13. Es gab ihn wirklich. Und da war noch mehr. Zu viel, um es sich jetzt in Ruhe anzusehen. Er markierte die Dateien und schickte sie an den Drucker. Hallo, ich bin Jakob Drucker. Das Gerät sprang mit einem lauten Summen an und Dorian konnte nur hoffen, dass es auf der Station keine Nachtwache gab, die sich über das Geräusch wundern würde. Es kam schon das laute Piepen, also jetzt ist auch schon egal. Sobald das letzte Blatt aus der Öffnung fiel, griff er nach den Dokumenten, um sie einzustecken. Kein Augenblick zu früh, denn in diesem Moment ging auf dem Krankenhausflur das Licht an. Panisch sah er sich um. Wo konnte er sich verstecken? Da spürte er etwas an seinem Ärmel. Es war Claire. Die hing da. Die ihn eilig zu sich unter den Schreibtisch zog. Oh yeah, jetzt hier geht's ab, die Action mit dem frechen Pony. Vor dem ersten Blick eines Besuchers waren sie jetzt zwar geschützt, sollte derjenige jedoch weiter in den Raum hineingehen, würde er die beiden unweigerlich entdecken. Dorian versuchte möglichst flach und geräuschlos zu atmen, als sich die Tür des Labors öffnete und er eine Stimme vernahm. Läuft aus dem Ruder, hörte er eine ältere Frauenstimme sagen. Sie kam ihm bekannt vor. Genau wie die zweite Stimme, die kurz angebunden antwortete, wir werden alles tun, was notwendig ist. Mit den Lippen formte er tonlos eine Frage. Elisabeth und Dr. Marx? Claire nickte und bohrte ihren Griff wie ein Schraubstock um Dorians Arm. Wer war Elisabeth? Ich weiß es nicht mehr. Wer war Elisabeth? Ach, das war die Schwester, oder? Das war die Schwester, die ihm irgendwas gegeben hat? Die ihm gesagt hat, wann es Essen gibt? Dr. Marx seufzte. Es ist schon spät. Ich werde morgen mit der Auswertung der Daten fortfahren. Sie legte etwas auf den vordersten Schreibtisch, ohne sich die Mühe zu machen, das Licht im Labor anzuschalten. Na was für ein Glück. Das wäre jetzt auch scheiße gewesen. Dann ließ sie die Tür von außen wieder ins Schloss fallen. Erleichtert stieß Dorian die Luft aus. Das war knapp, flüsterte er in Claires Richtung. Wir sollten so schnell wie möglich hier verschwinden und uns die Ausdrucke später ansehen. Sie blickte ihn skeptisch an. Ganz offenbar wollte sie die Dokumente genauso dringend begutachten wie er.
Okay, wie wäre es, wenn wir die Sachen gleich auf meinem Zimmer gemeinsam durchsehen? Hä? Klingt klang. Ihre blauen Augen blitzten. Stahlblaue Augen. Verschiedenfarbig stahlblaue Augen. Und so schlichen sie sich wieder zurück zum Ausgangspunkt ihres nächtlichen Abenteuers. In seinem Zimmer angekommen, breiteten sie die Blätter auf dem Bett aus. Oh, ich dachte, sie breiten sich auf dem Bett aus. Oh, ich dachte, das wird mal ein interessantes Buch. Die Zeichnungen des Patienten wirkten wirr und düster, aber in Dorian brachten sie eine Seite zum Schwingen, die er noch nicht ganz zuordnen konnte. Oh, er ist Patient 13. Es wird immer mehr. Er ist jeder. Er ist einfach, es gibt nur ihn auf der ganzen Welt. Er ist der Polizeichef. Er ist Dr. Marx. Er ist Claire. Er ist Patient 13. Er ist Dr. Marx. Oh, er ist Kalle. Er hat den Weihnachtsmann getötet. Und dafür muss er leiden. Also schob er jede Gefühlsregung beiseite und schaltete auf Analyse. Konnte sich in den Bildern eine Botschaft verstecken? Was scheint sich in der geheimen Botschaft zu verstecken? Wir haben hier ein Bild, mal wieder. Und zusätzlich zu dem Bild haben wir auch noch eine Nachricht. Alles beginnt im Herzen, doch dann folgt das Kreuz und mit ihm das Messer, dann der tote Baum und das alles verzehrende Feuer, nur um schließlich in Tränen zu enden. Ja, das sieht man jetzt schon, worauf es hinausläuft. Wir müssen das verbinden und dann kommt halt ein Bild raus. Das ist super geil. Na, nehme ich mir nochmal meinen treuen Bleistift. Mensch. Also, es beginnt im Herzen. Wo ist das Herz? Hier haben wir das Herz. Es beginnt im Herzen, doch dann folgt das Kreuz. Das Kreuz ist hier. So. Herzkreuz. Mit ihm das Messer. Oh, das nennst du ein Messer? Das ist ein Messer. Das ist ein Löffel. Dann der tote Baum. Wir haben ja einen lebendigen Baum. Wo ist der tote Baum? Ich sehe keinen toten Baum, sehe einen lebendigen Baum. Ein toter Baum, das alles verzehrende Feuer. Ich schätze mal, der nicht tote Baum wird gemeint mit toter Baum. Baum, Feuer, Tränen. Das ist ein C, ein Buchstabe, ist ein C. Sieht aus wie ein C. Man sieht es nicht so gut wegen dem Bleistift, aber es ist so. Ist ein C, würde ich behaupten. Buchstabe also, und das ist dann Bild Nummer 2. Und das sieht aus wie irgendwie ein Geschirr auf dem Tisch. Also suchen wir das mal. Suchen wir mal Geschirr auf dem Tisch. Ah, damals. Ja, es sind so Tassen, umgedrehte Tassen. Das müsste dann das Richtige sein. Hoffen wir mal, dass das Richtige ist. Vielleicht habe ich auch einmal die falsche Seite jetzt aufgemacht. Manchmal sehen ja die kleinen Bilder ähnlich aus. Aber nein, als nächstes kommt der 8. Dezember. Haben wir gut gemacht. Haben wir richtig gut gemacht. Also, würde ich mal sagen, keine Ahnung, was ihm das bringt, dass das jetzt C ist. Werden wir schon rausfinden. Werden wir vielleicht im nächsten Kapitel rausfinden. Also, dann, ja, würde ich mal sagen, ihr macht euch noch einen angenehmen Tag. Und dann sehen wir uns morgen, wenn wir das nächste Rätsel lösen. Bis dann.